liebes inneres Mädchen, liebe Frau, ich möchte dich heute mitnehmen auf eine ganz besondere Reise. Eine Reise zu dir selbst, zu dir, als du noch ein sehr junges Mädchen warst. Bist du bereit, mir zu folgen? Bist du bereit, mit mir zu kommen? Wenn du möchtest, dann reiche mir deine Hand und folge mir zu einem magischen Ort, an dem du heute deine Weihung zu einer erwachsenen Frau erfahren wirst. Wir fliegen gemeinsam durch die Nacht, getragen von den Flügeln unserer Schutzengel. Um uns herum ist die Nacht dunkel. Doch die Sterne scheinen hell am Firmament. Und hoch oben am Himmel, da leuchtet das sanfte Licht des Mondes auf uns herab. Die Nachtluft wirkt erfrischend und belebend. Wir sehen herab auf die Erde. Langsam lassen uns unsere Schutzengel tiefer sinken. Wir sehen auf eine riesige Ebene herab. Ein großes Feuer lodert strahlend hell und sprüht seine Funken weit in den Himmel. Wir sinken noch tiefer. Da sind Zelte zu sehen, viele Zelte, die auf der Ebene so angeordnet sind, dass sie ein wundervolles Muster bilden. Wir sinken noch tiefer. Da sind Frauen zu sehen, viele Frauen. Und wir sinken noch tiefer. Und wir sehen, dass auf der Ebene die Vorbereitungen für ein großes Fest laufen und wir sinken noch tiefer. Nun kann
kannst du die Wärme des Feuers spüren und seine prasselnden Geräusche hören. Ganz sanft setzen uns unsere Schutzengel auf der Wiese ab. Die Frauen auf der Wiese schauen auf. Sie haben dich erwartet. Langsam bilden sie einen Kreis und gemeinsam kommen sie auf dich zu. Zwei Engelwesen senken sich zu dir herab in den Kreis der Frauen. Es sind die Erzengel Jophiel und Haniel. Erzengel Jophiel ist der Engel der Lebensfreude und der Engel der Schönheit. Erzengel Haniel ist der Engel der Anmut und Harmonie. Wenn du das möchtest, dann nehmen diese Erzengel als Gäste an deiner Einweihung teil. Sie haben Geschenke für dich, die sie dir am Ende der Zeremonie überreichen werden. Die Engel lächeln dir freundlich zu. Und auch die Frauen treten nun noch näher an dich heran. Schau sie dir an. Es sind Frauen aus deiner Ahnenlinie, aber auch weise Frauen oder Frauen, die dir freundschaftlich und von ganzem Herzen zugetan sind. Friedliche Atmosphäre von Liebe und Freude.
an den Händen. Sie führen dich zu dem größten Zelt. Sehen, wie kunstvoll es verziert ist, mit bunten Bändern und Perlen und kunstvollen Stickereien. Vor dem Zelt halten die Frauen ein. Ihr bleibt stehen. Eine uralte Frau tritt aus dem größten Zelt. Sie schwenkt eine Rasse und tanzt und ruft die Kräfte der Natur an. Sie ruft sie herbei, um dich zu stärken und zu schützen auf deinem Weg in das Leben einer Frau, welches du nun bald anfangen wirst, mit ganzem Herzen und voller Freude zu leben. Kannst du hören, welche Kräfte sie anruft? Frau leben wird. Eine Frau, die in sich die Mutter allen Lebens trägt, die Matriarchin, die weise Alte. Ich wünsche dir nun alles Gute
für deine Reise und einen wundervollen Start in dein Leben als Frau.